myself a stranger, losing pace. My mind is getting free. Stranded on an island, your word is like the sea. Word is like the sea. Your word is like, word is like, word is like. Your word is like that. 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 Word is like. Taking on a trail now, climbing up the hill. Do I end up falling, losing me? No other place to be. Stranded on an island, your word is like the sea. Word is like the sea. Your word is like, word is like, word is like. Your word is like the. Hold and time is.
to come and save me. You let her fall down. You let her fall, fall. Guck dir da gerne zu, mit den ganzen Lichtchen und ja, wie du dann ganz knapp. Ich mache das auch nur wegen den Lichtern. Ich finde es super. Ich will noch mehr davon haben. Wie schon in Weihnachtsstimmung, ich sag's dir. Ja, genau. Ich habe mich jetzt gefragt, woher du eigentlich die Inspiration nimmst für deine Songs. Weil Herzschmerz kann es nicht sein, wir sind beide in einer glücklichen Beziehung. Meinst du mich jetzt? Oder? Ich meine dich, weil du schreibst die Texte, ja. Ja. Also es ist schon... Es ist nicht immer so, dass man das, oder bei mir ist es nicht so, dass ich das eins zu eins erlebe, sondern das, das ist ja auch oft so was, was einen beschäftigt, dass ich zum Beispiel, wenn ich was bei anderen mitbekomme und mich das trotzdem beschäftigt, weil die Person mir wichtig ist und nahe steht oder weil ich das vielleicht auch selber schon mal erlebt habe irgendwie, ja, oder weil es halt irgendwie immer wieder vorkommt. So. Also es ist nicht so, dass ich die Geschichten oder die Sachen, die ich erzähle, so direkt aus jetzt gerade bei mir genauso sind. So. Mhm. Aber also es ist auf jeden Fall immer ein persönlicher Bezug dabei. Also es ist immer so, dass es entweder ich habe es auch erlebt oder ich habe irgendwie davon, oder mich beschäftigt es gerade oder mich berührt es gerade genau so in der Art. Und das Leben allgemein ist ja sehr, ja, sehr vielfältig. Das heißt, das ist eigentlich die einzigste Inspiration, das, was man jeden Tag erlebt, was jeder sieht, was man, ja. Was man hast so du sieht. Schon gehabt, dass du mal eine Freundin oder einen Freund gefragt hast, ob du die Geschichte auch benutzen darfst für einen Song? Oder nee, fragst du da eigentlich nicht? Nee, weil, nee, weil es ja, also es, in dem Sinne ist es eigentlich eher so die Emotion, die ich dann auffasse und dann mit einbringe. Ich erzähle ja nicht so, hier, da ist sie dann da morgens aufgestanden und dann hat sie sich bei dem, wie auch immer, und dann hat sie da fremdgegangen und so. Das erzähle ich ja so gar nicht, sondern eher so das, was bei mir als Emotion dann, was es bei mir dann auch auslöst quasi. Ja. Also ich schreibe es dann ja schon auch aus meiner Sicht sozusagen, deswegen bleibt es ja meine Sichtweise. Mhm. Mhm. Woher nimmst du deine Inspiration, Lukas? Achso, das ist, also, ich, das ist schwierig zu sagen. Also das Ding ist, ich baue extrem viele Playbacks, also auch, also was heißt Playbacks, aber Songs so. Und das klingt irgendwie so ranzig, Playbacks. Ja, das klingt wirklich ranzig, ne? Aber ich muss mal eine andere Vokabel dafür benutzen. Also ich schreibe ganz viele Songs, also so grundsätzlich immer, sobald ich ein Instrument in die Hand nehme, irgendwie kommt dann irgendwie immer eine neue Idee irgendwie raus. Und dann ist, also 80% ist immer Müll und dann von den 20%, die noch übrig bleiben, sind dann auch wahrscheinlich, also wenn man dann nochmal von 100% ausgeht, so mathematisch, nochmal 75% nicht für Gatwick geeignet, sondern ist halt dann irgendwie vielleicht für was anderes so gut. Und ich weiß nicht, es ist halt so, ich schreibe fast jeden Tag Songs fast und dann kommt dann irgendwie immer was raus. Aber die Inspiration jetzt, das ist schwierig zu sagen. Ich habe einfach Bock, irgendwie was zu machen mit einer Viertel Bassdrum auf 120 BPM oder so und dann kommt es halt irgendwie, ich weiß auch nicht. Dann hat man irgendwie Melodien im Kopf und setzt die halt dann um. Genau, und dann versucht man vielleicht nochmal irgendwie was anderes mit reinzunehmen, also vielleicht so
weiß nicht, einen Tompfel von den Flippers oder so und denkt so, ey, das ist cool, das mache ich jetzt, das verbrate ich jetzt in einem Gatwick-Song oder so. Also so. Und man inspiriert sich, glaube ich, auch gegenseitig, ne? Also wenn dann zum Beispiel einer was schickt und das ist noch gar nicht ganz fertig und der andere was drauf macht, dann kommt der Nächste wieder weiter, weil er denkt so, ah ja. Ja, genau. Ja, also es ist voll. Ganz, ja. Wie viel probt ihr denn zusammen? Wie oft seht ihr euch? Schon oft, also so, ist schwierig zu sagen, ne? Also wir machen es lieber öfter und nicht so stundenlang, genau, sondern eher mal so also mehrmals die Woche, so für eine Stunde oder so. Dafür dann eben intensiv. Genau, ja, genau. Ja, das ist wirklich gut, weil wenn man sich öfter sieht, dann hat man natürlich auch mehr die Möglichkeit, sich auszutauschen, ne? Genau, irgendwie das und ja, es ist meistens irgendwie, ich empfinde es dann auch als sehr, wenn man dann über so einen Punkt rausgeht, wenn man 3 oder 4 Stunden am Stück probt, dann irgendwann kommt bei mir auch nicht mehr so viel, nicht ja. so viel bei raus. Kann ich mir vorstellen, verstehe ich. ja. Das ist typisch. Ja. Aber es hört sich bei dir so an, Lukas, es würde, also dich frage ich auch gleich, aber es würde Musik total dein Leben bestimmen. Also es hättest du eigentlich, würdest du nichts anderes machen als Musik? Das stimmt auch, genau. Also ich bin viel als freiberuflicher Musiker unterwegs, hauptsächlich als Schlagzeuger halt in mehreren Bands, also teilweise nur als Sub, also man springt dann quasi ein oder halt auch fest und sonst auch noch als Bassist und Gitarrist, also mittlerweile muss man sich da ja breiter aufstellen. Aber es wird dir, du hast es nicht über oder so, also du liebst es und willst nur also das so, machen. Ich hatte damals, als ich noch in der Schule war und dann mir noch nicht so Gedanken ums Leben machen musste, da habe ich mir Gedanken ums Leben gemacht ab und zu und habe dann gedacht so, ja scheiße, wenn du das jetzt zum Beruf machst. Macht es dann noch Spaß? Ja, genau, das ist halt so eine Frage gewesen. Mittlerweile denke ich mir so, oder ich hab geheimerweise angefangen, Mathe zu studieren und habe dann da an der Uni gemerkt, selbst wenn dir die Musik mal auf den Sack geht, ist es immer noch geiler als Mathe. Und dann, hätte ich das gleich sagen können? Ja, aber ich musste es probieren. Hätte ich dir auch ich musste sagen können, meine, ja. Ich musste dieses normale Leben einmal anchecken und gucken, ob das was ist. Und das war halt wirklich, also ich dachte mir so, wenn ich jetzt irgendwie so 5, 6, 7, 8 Jahre da an dieser Uni abhänge und hinterher dann studierter Mathemat bin, dann habe ich erstens keinen Spaß mehr im Leben und dann ist es halt auch so, ich weiß nicht, dann habe ich es halt nicht versucht mit der Musik so. Und das habe ich mir halt als Auftrag dann gemacht. Und also bis jetzt mache ich, also ich mache jetzt gerade nichts anderes und es ist auch super so, genau. Wie geht's dir da, Edina? Ich arbeite noch nebenher. Das mache ich auch total gerne. Es ist nur, also ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es irgendwann vielleicht nur die Musik sein kann. Es ist echt schwer. Also ich. Es ist nicht so leicht, aber genau, im Moment arbeite ich. Gerade wenn du, ich meine, du singst ja nur, ne? Wahrscheinlich. Also genau. Nur. Also ja, du gibst nicht noch irgendwo Unterricht oder so. Aber was ich mache, ist ab Oktober musikalische Früherziehung an der Grundschule. Da freue ich mich auch total drauf. Ja. Genau, das ist jetzt in 2 Wochen schon. Die Zeit verfliegt. Und genau, und da bin ich mal gespannt, wie das ist. Und ansonsten habe ich auch mal Sachen eingesungen, dafür Geld bekommen und sowas. Das ist schon auch immer mal wieder der Fall, aber es ist nichts Konstantes. Und deswegen habe ich, halt noch meine Arbeit, wo ich weiß, ich bin versichert und wie auch immer. Es ist nur tatsächlich auch schwierig, wenn man dann jetzt gerade wie mit unserem Projekt dann frei braucht, sowas wie heute. Da muss man immer anfragen und gucken, gerade oder am Wochenende. Das sind so typische Arbeitszeiten, genau. Wann wäre denn so der Punkt, wo du sagen würdest, okay, jetzt springe ich mal ins kalte Wasser, ich kündige den Job und ich mache einfach jetzt nur noch Musik? Also ab welchem Punkt würdest du dich das trauen? Hast du dich schon mal gefragt? Ja, da müsste ich warte hier das mal so ein bisschen ab, wie das so mit uns ist. Und wenn das, also es müsste halt, im Moment würde es einfach nicht reichen. Ich könnte einfach nur meine Miete nicht bezahlen und ich könnte nicht davon leben. Aber es ist ja jetzt schon für uns finanziell besser als vor 3 Monaten oder 4 Monaten. Und wenn es die Tendenz geht ja eher Richtung, das, oder es soll, das ist das Ziel, dass es irgendwie mehr wird. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich das natürlich auch wagen. Und jetzt kommt ja die EP bald raus, die erste. Ja, also es ist, das heißt, vorher, es gibt jetzt noch nichts von euch zu kaufen erstmal, bis sie rauskommt. Ja, gut, das ist ja jetzt bald. Also wahrscheinlich, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, dann gibt es die schon. Gott, es ist wirklich schon bald. Ja. Was erwartet uns denn da? Alle Songs, die ihr heute so performt habt? Mal überlegen, ich glaube, ja. Richtig, stimmt. Genau. Und noch mehr. Und noch mehr. Es sind 7 Tracks drauf und
man kann fast gar nicht dazu EP sagen, sondern eher so eine Mini-LP ist es. Also so, okay. Weil sie, also eine EP ist ja eigentlich nur 3-4 Songs oder so. Und wir, das sind 7 sogar, ne? Genau, ja. Und wir wollten kein Album machen, wir wollten aber auch nicht nur 3 Songs machen, weil es gibt nichts Nervigeres, wenn du eine CD reinschmeißt und so und dann denkst du, oh, die Musik ist cool, aber nach 3 Songs hört es halt auf. Und dann kannst du es entweder normal anhören und nach dem zweiten Mal bist du halt gelangweilt. Und da hatte ich halt keinen Bock drauf, so deswegen. Und ja, genau, jetzt haben wir einfach eine Mini-LP quasi, 7-Track-EP, wie man es auch immer nennen möchte. Und schauen einfach mal, was dann damit jetzt passiert. Quasi. Seid ihr da auch so nostalgisch wie viele andere Musiker und kauft noch richtige CDs? Ah, absolut. Ja? Ja, ja, ja. Aber das machen, glaube ich, auch nur Musiker. Ich kenne sonst niemanden, der das nicht downloadet einfach. Also, ich hab noch nie was downgeloadet. Ich habe alle Musik, die ich habe, gut, entweder ich habe sie von Freunden, so, oder aber ich habe sie halt auf CD gekauft. Echt? Aber das ist so umständlich. Am Ende ziehst du es dir eh auf deinen Laptop. Ja, aber so eine CD finde ich... Ich gucke mir das dann auch gerne an. So, da steht ja meistens was drin. Das stimmt. Und so Bilder drin. Und irgendwie, ich weiß nicht. Die kann ich auch mitnehmen, kann ich irgendwie ins Auto. Und ja, gut, es gibt jetzt alles auch irgendwie USB und so, aber ja, genau. Bei mir nicht. Also, wie machst du das? Und du, Lukas? Ich habe gehofft, du fragst mich nicht. Ja, ja. Ich höre wahnsinnig viel Musik und also ich bin. Ich finde es natürlich scheiße, also vor allem, weil ich ja selber da, also auch irgendwie... Du bist im Zwiespalt? Ja, voll. Wobei, man muss auch sagen, dieser Musikermarkt hat, also verdienst bei Plattenverkäufer halt eh kein Geld mehr. Ja. Also es ist halt, es funktioniert nicht mehr. Mhm. Und deswegen, also ich lebe zum Beispiel auch nur von Live-Auftritten. Also, oder halt im Studio, wenn du halt irgendwie was einspielst oder so. Deswegen versuche ich halt auch mit einem reinen Gewissen halt dann irgendwie meinen Spotify-Premium-Account zu benutzen. Also so, das ist dann halt... Also ich zahle dafür ja auch auf jeden Fall, aber ich brauche, ich muss halt auch mehr Musik hören irgendwie. Also ich könnte mir es nicht leisten wahrscheinlich. Also ich würde dann, müsste meine Wohnung aufgeben oder so, dann könnte ich dann irgendwie, dann wäre das halt so im Ausgleich. Also es ist wirklich auch so, dass die Leute eher nicht downloaden, sondern echt die Streaming-Anbieter nutzen? Ist das, ich glaube, illegale Downloads nicht, ist, glaube ich, auch voll out, oder? Nein, nicht illegal. Nein, ich meine legale Downloads. Also. Wenn ich sage, ich downloade, meine ich ausschließlich legal, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ja. Also ich mache das nämlich zum Beispiel immer. Also Amazon. Downloaden? Ja. Das ist doch super. Eben, aber ich frage mich, machen das viele? Der kriegt ja auch was dafür. Also ist ja dann ganz, dann macht das auch alles wieder Sinn. Nur ich glaube, die meisten... Also Spotify benutze ich schon auch sowas, ne? Also so, wo man einfach nur... Es kommt aber darauf an, wofür man es braucht. Also wenn du die halt, wenn du es halt wirklich als Medium, also auf einem Medium brauchst, irgendwie auf einem MP3-Player oder auf einer CD oder so, dann auf jeden Fall. Also dann würde ich es bei Spotify, bei Amazon kaufen. Einfach, so, ja, klar. Ja. Aber wenn ich es nur hören will, so, oder halt habe ich es auf dem Handy und auf dem Laptop und das reicht, dann reicht so eine Streaming-Plattform, glaube ich. Aber halt, dann musst du schon einen Account haben, sonst ist die Sampling-Rate nicht so gut. Aber ist auch egal. Also es ist ein interessantes Thema. Ich bin sehr gespannt, wo sich's hinentwickelt, muss ich sagen. Ja, was kommt danach, ist die Frage, ne? Ja, und wie lange haltet sich diese CD noch? Wie lange hält sie sich noch? So, ja. Das frage ich mich halt auch. Wir kommen gleich zu eurem letzten Song, Wonder heißt der. Genau. Worum geht's da? Magst du das nochmal in 30 Sekunden überlegen? Erzählen? ja, um die Wunder. So sag ich mal, das alles irgendwie, ja, das alles unvorhergesehen und sich ja unvorhergesehen entwickeln kann und das eigentlich alles, alles was es gibt, eigentlich eine Art Wunder ist, ne? Also so das ganze Leben. Das Leben ist ein so, das ganze Leben, ja, wie sich gerade auch oft im Nachhinein alles so zusammenfügt und dann doch irgendwie Sinn ergeben hat, auch weil man mal seinen Bus verpasst oder so und das dann ärgerlich ist in dem Moment. Irgendwie ist es dann, also habe ich die Erfahrung gemacht für mich, dass es oft doch wieder einen Sinn macht. Und kann ich so unterschreiben. So, ne? Es macht jetzt auch total Sinn, dass ihr noch den letzten Song für uns performt. Das machen wir. Schön, dass ihr da wart. Danke, danke euch auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich sag schon mal Tschüss zu den Zuschauern da draußen und ihr bleibt jetzt unbedingt dran. Habe ich noch meine Kamera? Hallo! Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Session. Und jetzt viel Spaß mit dem letzten Song Wonder von Gatwick.
to direction. One more step into these arms. Take my rest, it's what I've been giving. Get your best out of your head. I wonder.